der Blick in die flüssige Bronze hauptsächlich. Das hat mich von Anfang an gepackt. Und auch, dass es natürlich so ein Handwerk ist, das so beständig ist, über die 1000 Jahre hinweg. Also es ist wirklich eines der ältesten Handwerke so gesehen. Kennen, das war vor 10 Jahren in dieser Qualität noch nie möglich gewesen. Vor 5 Jahren ist man auch noch an einem ganz anderen Punkt gestanden. Das bringt plötzlich ganz neue Möglichkeiten. Ladies and Gentlemen, here it is, the big blue bird. Das ist so eine wunderbare Situation, mit Künstlern zusammenzuarbeiten. Das sind das total unterschiedliche Persönlichkeiten. Ganz junge, ganz alte, ganz berühmte, ganz unbekannte. Der eigene Anteil, den man hat an einem Werk, wenn es in der Ausstellung ist, ist es ja zu keinem Teil mein Objekt. Wenn ich es schön finde oder wenn es mir Freude gemacht hat, dann ist ein gewisser Stolz dabei. Aber der Anteil, den man hat, ist in dem Sinn kein. Available now on iTunes.